Hallo. Ich habe heute nicht Geburtstag, aber ich will trotzdem Kuchen. Ich auch. Wir haben eine Haselnuss-Zitronen-Kuchen. Kuchen-Dings-Nicht-Torte gemacht. Ja. Hier, genau. Jetzt. Viel Spaß. Wir brauchen 6 Eier. 400 Gramm Haselnüsse. Wer will, kann aber auch Mandeln nehmen oder Walnüsse oder alles mischen. Das ist, wie man will. Hauptsache gemahlen. Ein bisschen Vanille für den Geschmack. Backpulver. Habe ich gerade vergessen, wie viel. Ein Päckchen. Dann brauchen wir ein Päckchen Backpulver. 180 Gramm Erythritol in dem Fall, gemischt mit einem viertelten Teelöffel Stevia. Ihr könnt aber auch nur Xylit nehmen, ihr könnt nur Erythrit nehmen. Nur Stevia würde ich nicht empfehlen, zumindest nicht in der Menge. Ja, weil wird bitter. Genau, ich male das immer so fein, weil dann löst sich das besser auf und dann kaut man nicht auf diesen Xylit-Kristallen rum. Dann der Abrieb einer ganzen Zitrone und der Saft einer halben Zitrone. Genau. Ja. Gut. Los. Fangen wir an. So. Was? Ja. Ja. Eier, Zucker rühren. Genau. Tu mal die Eier da rein. Ich tu mal die Eier da rein. Ja, genau. Dazu geben wir die 180 Gramm Erythritol. Erythritol. Was hast du heute? Urlaub. Und Vanille. Vanille nach Belieben. Grundregel, mehr ist besser. Das Ganze müssen wir jetzt so circa 5 bis 6 Minuten rühren. Und zwar, dass eine helle, schaumige Masse entsteht. Wir werden aber so nach circa 3 Minuten mal kurz den Mixer ausschalten und den Zitronensaft mit dazugeben. Den gebe ich nicht gleich am Anfang dazu, weil ich habe gerade irgendwie Angst, dass das stockt. Wird aber wahrscheinlich auch funktionieren. Wahrscheinlich. Ich rühre mal. Rühre mal. So, das ist jetzt so zwischendrin. Das waren jetzt ungefähr 2 Minuten. Und jetzt geben wir den Zitronensaft dazu. Magst du nicht gleich auch die Schalen mit dazugeben? Sollen wir die gleich mit dazu? Nee, die geben wir hinterher mit den Mandeln dazu. Gut. Erdnüssen. Haselnüssen! Mann! So, in etwa sieht das nach 6 Minuten aus. Mhm. Ganz fluffig. Schick, ne? Mhm. Und jetzt müssen wir einfach nur noch die Haselnüsse da rein tun, das Backpulver dazu tun und dann unterheben. Und den Zitronenabrieb. Den auch, genau. Ich habe übrigens vorher Scheiße erzählt beim Backpulver. Ist doch nur ein halbes Päckchen. Also eigentlich ist es laut Originalrezept auch nur ein gehäufter Teelöffel, aber wir nehmen ein halbes Päckchen. Ja. Wegen. Blub. Und ein halbes Päckchen Backpulver. Das ist ungefähr ein halbes. Ah ja. Man könnte jetzt das vorher noch vermischen, wenn man dran gedacht hätte. Man kann es aber auch so machen. So, und jetzt einfach nur schön unterheben. Einmal durchdrehen quasi. Ja, damit wir die Fluffigkeit nicht so ganz zerstören. Würden wir jetzt Macarons machen, dann müssten wir so lange unterheben, bis wir die Luft wieder rausgeschlagen haben. Echt? Ja. Warum schlägt man die dann da vorher rein? Ja doch, damit man eine schöne weiße Masse hat. Man schlägt sie ja noch nicht hundertprozentig raus. Weißt du, dann habe ich ja so ungefähr 51 Jahre an der französischen Grenze gelebt. Und Dafür hast du dich sehr gut gehalten. Ich weiß. Und ich habe nicht ein einziges Mal Macarons gegessen, bis heute nicht. Und das kann man jetzt essen? Ah. Ja. Oh ja, kann man. Mhm. Na klar. Lass es uns umfüllen. Wir haben uns heute entschieden, eine Gugelhupfform zu nehmen. Du kannst auch eine Kastenform nehmen, du kannst auch eine Springform nehmen. Das ist relativ egal. Hauptsache der Kuchen passt. Nein. Dieses Urlaub haben schadet meinem Brain. Gehirn, bis früh um 4 wach bleiben schadet auch nicht gerade. genau. Fördert auch nicht gerade die Konzentration. Ja, aber ich habe doch was Sinnvolles gemacht. Ja. Was denn? Ach so. Ganz sinnvolle Sachen mit Blöckchen. Genau. Oder auf gut Deutsch, sie hat versucht rauszufinden, wie man Minecraft auf Twitch streamen kann. Ich hab's nicht versucht, ich hab's getan. Ja. Ofen. Fertig. Ja, Ofen. Genau, Ofen. Der heizt gerade schon vor bei 175 Grad Ober-Unterhitze. Auf 175 Grad Ober-Unterhitze. Und der Kuchen backt laut Originalrezept, das ist ein High-Carb-Rezept, backt der so 65 Minuten.
Ich werde trotzdem nach einer Dreiviertelstunde mal nachgucken, also nach 45 Minuten, wie er denn aussieht. Und das macht man dann am besten mit der Stäbchenprobe, indem man dann so ein Stäbchen reinsteckt und dann schaut, ob noch Teig an diesem Holzstäbchen dran steckt. Genau. Klebt. Klebt. Oh Gott. Klebt. Wir gehen backen und sehen uns dann, nachdem der gebacken ist. Bis dann. Nach dem dramatischen Unfall unseres Kuchens, weil der partout nicht aus dieser Form wollte, habe ich nochmal einen gebacken. Diesmal allerdings mit der Küchenmaschine geschlagen. Das heißt, die Masse ist viel voluminöser geworden. Das heißt, wenn du das Ganze mit der auch nachbäckst, dann am besten mit einer Küchenmaschine, wenn du eine hast, weil dann kannst du die einfach laufen lassen, bis das Zeug eine schöne fluffige Masse ergibt. Und ich habe diesmal die Form eingebuttert und habe sie mit Kokosmehl ausgestreut. Das war nämlich der Grund für den Unfall. Hätten wir vorher machen sollen. Muss man eigentlich ja bei Silikon angeblich nicht, aber in der Form schon. Alles Lüge. Ja. Ja, jedenfalls die obere Hälfte hier so ist in der Form geblieben und die untere Hälfte nicht. Wir haben das Bild auf Facebook gepostet. Wenn du willst, kannst du ja mal schauen. Und das Stückchen Video kann ich ja jetzt hier schnell einblenden. Und dann hoffen wir, dass der aus der Form geht. Hätten wir die vielleicht einfetten sollen? Eigentlich ja nicht. Probier mal. Ich hab ihn kaputt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Entschuldigung. Aber der wäre da nie rausgegangen. Ja. Ganz ehrlich. Na gut, wir haben Kuchen. Schmeckt sau lecker. I killed it. Nö, wäre mir auch passiert. I killed the cake. Okay. Ja, gut. Das war chaotisch. Nachdem der Kuchen jetzt aus der Form ist und auch der zweite hat so um die 40 Minuten gebacken, das heißt nicht ganz die 60 Minuten, weil sonst verbrennt der, aber da musst du am besten gucken, wie es bei deinem Ofen ist, das ist bei jedem anders. Und jetzt tun wir den einfach nur noch dekorieren und zwar mit, ich hab's da drauf geschrieben, mit Puder-Erythyl. Genau. Ich will. Du willst? Ich will anfangen und du darfst weitermachen. Bitteschön. Oh Gott. Ja, ich habe gesagt, ich fange an und du machst weiter. Hält das da drauf jetzt überhaupt? Es liegt halt so wie bei jedem Kuchen oben drauf. Das Stück geht jetzt einfach. Anschneiden. Probieren. Jetzt schon? Nein, hinterher. Dann zumindest anschneiden und zeigen. Okay. Das Schöne an Google Hupf finde ich immer, der hat schon Einteilungen, wo man schneiden muss. Genau, ein Stück sind immer so drei so Rillen. Ja, guck mal. Ja. So sieht der aus. Schön, drück mal. Wir wissen, ob der fluffig ist. Ah, schön. Ja, Moment. Und saftig. Ja. Oh, der sieht lecker aus. Ja, der zweite. Der erste war nur lecker, der sah aber nicht so aus. Ja, wir dürfen jetzt zwei Kuchen essen. Einen Kuchen getötet. Nein, wir haben einen Kuchen getötet, Wir haben Kurizid begangen. Kurizid. Gut. Ja. Willst du jetzt wissen, wie der schmeckt? Ja, gib her. Da, nimm. Ich will aber auch ein Stückchen. So macht man das aber nicht. Entschuldigung. Vor allem habe ich jetzt ohne Puderzucker. Da, nimm. Danke. Lecker. Der ist ultrasaftig. Oh, Kaffee. Und Kaffee gibt's her noch, du machst dich gerade dreckig, guck mal. Ist mir egal. Mit Kaffee auf jeden Fall noch leckerer. Viele sagen immer, Nusskuchen wird trocken. Das liegt meistens daran, dass man da Mehl reintut. Wir lassen das Mehl ja weg, also wird er nicht trocken. Und auf jeden Fall rühren in der Küchenmaschine, damit das richtig schön fluffig wird. Was noch fluffig war, siehst du da unten, da haben wir so einen mallorquinischen Mandelkuchen gebacken. Der war ultra saftig. Und wenn du den da auch nachgebacken hast, diesen Nusskuchen, dann post das mal da drüben auf unserer Facebook-Seite oder tag uns über Instagram oder sowas. Und das Rezept gibt es wie immer im Blog und den Link zum Blog gibt es auch da unten in dieser Infobox. Und wenn du uns irgendwas dazu zu sagen hast, zu diesem Nusskuchen, dann schreib das mal unten in die Kommentare oder wenn es dir gefallen hat, gib dem Video einfach ein Däumchen nach oben oder teil das Video auf Facebook oder wo auch immer oder WhatsApp. Da kann man nämlich Videos auch teilen, habe ich gelernt. Was ist WhatsApp? WhatsApp ist das, wo wir nicht öffentlich vertreten sind. Das Grüne. Ja, das Grüne. Ah. Das SMS-Nachfolgedings. Genau. Ja, und hast du, ich mag auch noch ein Stück, sag mal du den Rest. Was für ein Rest? Achso.
Also, du hast doch schon alles gesagt. Kommens, ja, sagen wir tschüss. Kommens, tschüss.